Mein Name ist Wim Eckert. Ich bin einer der beiden E's von E2A. Wir sind ja die Architekten für das neue TAZ-Gebäude. Ich heiße Claudio Pino und bin Projektleiter seit der Ausführungsplanung. Mein Name ist Felix Japasidi und ich arbeite seit anderthalb Jahren an dem TAZ-Projekt. Ich gebe euch gerne mal eine kurze Führung durchs Büro. So, dann gehen wir mal hier nach hinten. Dann haben wir meinen Bruder hier, Piet Eckert. Also wenn man irgendeinen Architekten auf dieser Welt fragt, ob er an der Friedrichstraße in Berlin irgendeine architektonische Arbeit machen will, dann gibt es niemanden, der Nein sagt. Natürlich gibt es ein städtebauliches Interesse an Berlin. Ich meine, in der Geschichte der Stadt ist es unglaublich spannend, das hat Wim gerade gesagt. Aber es gibt natürlich auch Aufgaben, die einen verführen oder reizen. Ein Medienhaus ist keine alltägliche Aufgabe. Aber ich glaube, für uns war es viel entscheidender in der Erfahrung und das ist auch das, was wir jetzt mit der TAZ erleben, dass man mit Leuten zusammenarbeiten kann, die erkennen, wo die Werte einer Architektur sind und die gemeinsam auch umsetzen möchten. Dann laufen wir wieder hier durch. Dann kommen wir so ein bisschen in einen Arbeitsflügel. Da kann man jetzt im Prinzip oben drüber schauen. Da werden jetzt verschiedene Projekte bearbeitet. So, dann geht es hier einfach weiter. Das ist jetzt die Koje sozusagen oder der Arbeitsbereich für die Projektarchitekten und Projektleiter der TAZ. Also wir haben versucht, das Gebäude möglichst so zu gestalten, dass eine Flexibilität entstehen kann. Das heißt, wir haben einen Grundriss, in dem am Rande Stützen vorkommen, aber der Grundriss möglichst frei bleibt. Und durch diese Freiheit hat man eine hohe Flexibilität. Das heißt, man kann jederzeit einzelne Büros nochmals verschieben oder neu anordnen. Und diese Flexibilität setzt voraus, dass man nicht einen engen Raster hat mit Wänden, Stützen und so weiter, die dann sehr störend wären. Das Gebäude hat ganz, ganz wenig Struktur. Das heißt, ihr müsst euch eigentlich vorstellen, dass man ungefähr 14 Meter frei gespannt, ohne eine Stütze. Das heißt, man kann diese Geschosse hier eigentlich bespielen, wie man will. Also das ist so quasi das typische Hauptgeschoss vom TAZ-Neubau. Das ist eine dreiflügelige Anlage. Es hat so ein bisschen einen schmaleren Flügel, einen Mittelflügel und einen breiten Flügel. So dieser Flügel hier. So ungefähr 450 Quadratmeter, das ist ein ganz großes räumliches Gefäß. Hier ist sozusagen Atelier oder Werkstatt, ja, ein offener Raum. Das hier ist eigentlich diese Mittelzone, hier hat man die Treppe. Und hier ist alles, was im Prinzip von allen Seiten gut erreichbar sein sollte. Das sind die Sitzungszimmer, der große Konferenzsaal, der Redaktionsraum ist dort. Dort sind aber auch die Layout-Tische. Und dann gibt es noch den quasi dünnen Flügel oder den schlanken Flügel entlang der klassischen Brandwand. Hier ist dann auf jedem Geschoss die Teeküche auf der einen Seite und auf der anderen Seite in unterschiedlichen Tiefen nochmal ein Büroflügel, der aber ein bisschen kleiner gestaltet ist, ein bisschen intimer vielleicht, sodass man im Prinzip quasi ganz, ganz unterschiedliche Raummöglichkeiten innerhalb eines gemeinsamen Systems kriegt. Wir müssen uns einfach auf architektonischer Ebene unterhalten können und da ist quasi diese leere Repräsentationsform für uns einfach ein wichtiges Mittel, um über architektonische Inhalte sich unterhalten zu können. Die Idee dahinter ist aber eigentlich, dass das Gebäude eher wie ein Setzkasten wirkt. Deswegen auch diese umlaufenden Balkone und diese vermeintlich karge und reduzierte Struktur. Das heißt, wir stellen uns das vor, dass dann ab einem gewissen Zeitpunkt die Leute anfangen, ihre Fahrräder rauszustellen oder irgendwie anfangen, Blumen rauszustellen, sich mit einem Stuhl raussetzen und ihr Mittagszigarettchen rauchen und so. Also es liegt dann wirklich in der Aufgabe der TAZ an sich, das Gebäude zu annektieren und mit Leben zu erfüllen. Deswegen ist von unserer Seite ja gar nicht die Befürchtung, dass man das Gebäude künstlich
über architektonische Mittel mit Heimeligkeit bestücken müsste, sondern dass das eigentlich wirklich als Leinwand gilt, als Leinwand, um sie zu bespielen am Ende des Tages. Das sind tatsächlich so Konzeptskizzen, die einfach unterschiedliche Situationen in dem Haus in einem frühen Stadium darstellen sollten. Einfach so ganz collagesk, ohne das jetzt gleich quasi auf eine realistische oder hyperrealistische architektonische Ebene hieven zu müssen, sondern man sieht die Struktur, man erkennt alles, aber es ging erstmal darum, quasi unterschiedliche Situationen der Bauherrschaft, also der TAZ, zu vermitteln. Also wie könnte so ein Arbeitsplatz aussehen oder wie stellen wir uns eigentlich so diese Innenhofsituation vor oder dieser Restaurantbereich, alles natürlich mit einem Augenzwinkern, nicht bierernst, aber das sind einfach so diese Entwicklungsschritte vom Groben ins Feine. Und dann bei den realistischen Bildern, da geht es dann tatsächlich darum, dass man bis ins kleinste Detail versucht, die Kontrolle zu behalten. Also hier sieht man es eigentlich ganz schön bei der Außentreppe, wie kommen die unterschiedlichen Stahlelemente zusammen, wie muss quasi die Absturzsicherung aussehen, passt das irgendwie alles noch, ab welchem Zeitpunkt kippt es, wann wird es zu viel und so. Hier haben wir zum Beispiel das TAZ-Panorama, das wir einmal spaßeshalber mit eben Leuten belegt haben, wie könnte das von der Stimmung her kommen, aussehen, wie würde das genutzt werden. Ja, so haben wir uns quasi peu à peu durch das ganze Gebäude gearbeitet, bis wir die Frage, haben wir jetzt irgendwo eine Ecke noch nicht überprüft oder erwartet uns noch irgendwo eine Überraschung, die Frage verneinen konnten und jetzt eigentlich so das Gefühl haben, wir haben das ganze Haus gesehen und es gibt keine kritischen Punkte mehr, die uns auf der Baustelle dann irgendwo Überraschungen bereiten könnten. So, wir sind eigentlich mit der Planung mehr oder weniger Größenordnung Mai durch, ja, in unseren Köpfen. Und dann nachher wird es sicherlich mit dem einen oder anderen Unternehmer nochmal eine Revision geben und ein Feintuning geben, sodass man dann eigentlich, ich sage jetzt mal, das Gebäude in aller Ruhe fertigstellen kann.